Exkurs, Einblick in die Welt der Wissenschaft, eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Wettrüsten im Ameisenstaat mit Tricks und Strategie zum evolutionären Vorteil von Professor Susanne Feuzig, gehalten am 25. November 2014 im Wissenschaftszentrum Bonn. Das Thema heute ist Wettrüsten im Ameisenstaat. Also ich möchte Ihnen einmal so ein bisschen die Ameisen generell näher bringen und dann einen Einblick geben eben in diese sklavenhaltenden Ameisen, mit denen ich mich seit längerem beschäftige. Ameisen leben alle in Gruppen. Also wenn Sie irgendwo eine einzelne Ameise sieht, dann ist die vielleicht auf Nahrungssuche. Aber irgendwo gibt es ein Nest, irgendwo gibt es mehr davon, weil Ameisen leben nie alleine. Alle Ameisen, sagen wir Wissenschaftler, sind eusozial, leben also in Familienverbänden, denen meistens eine Königin vorsteht. Es sind mittlerweile sogar 15.000 Arten beschrieben und es werden sicherlich noch ein paar mehr werden, weil jedes Jahr neue beschrieben werden. Sie sind ökologisch häufig dominant, wenn wir uns die kleinen Insekten oder Arthropoden anschauen. Da sind Ameisen ganz wichtige Räuber und teilweise betreiben sie eben auch Pilzzucht. Es gibt Treiberameisen, die räuberisch durch die Gegend ziehen, hauptsächlich in Afrika, Südamerika. Es gibt welche, die Interaktionen mit Blattläusen eingehen, die Sie jetzt hier sehen. Und das kennt vielleicht so der Gärtner unter Ihnen daheim im Garten. Und durch das Melken der Blattläuse, die teilweise auch neue Blattspitzen setzt und damit wirklich Schäden auch verursachen kann. Sie zeigen also sehr unterschiedliche Lebensweisen. Sehr wichtig ist, dass Ameisen hauptsächlich chemisch miteinander kommunizieren. Es gibt also sehr, sehr viele Drüsen. Ich glaube, in einer Ameise sind bis zu 87 verschiedene Drüsen beschrieben. Und in den Drüsen werden chemische Botenstoffe hergestellt, die bestimmte Bedeutungen haben und damit können sie eben sehr komplexe Sozialstaaten bilden. Dieses kleine Bildchen hier oben, wo man eine riesige Ameise mit einem viel kleineren Raubtier sieht, soll praktisch darstellen, dass im Regenwald zumindest die Biomasse, die von sozialen Insekten produziert wird, deutlich höher ist als die von Wirbeltieren. Das heißt also wirklich, allein in der Biomasse gibt es wahrscheinlich mindestens so viele Insekten wie Wirbeltiere im Regenwald und in vielen anderen Ökosystemen auch. So, ich wollte damit anfangen, dass ich ein kleines Quiz mit Ihnen spiele, um mal so zu testen, was Sie eigentlich über Ameisen genau wissen oder was man nicht so genau weiß. Die erste Frage ist hier, wie alt können Ameisenköniginnen werden? Ich habe da verschiedene Antwortmöglichkeiten, 24 Monate, 5 Jahre, 15 Jahre und 30 Jahre. Was ist so Ihr Gefühl? Das sind 30 Jahre. Das ist nicht bei jeder Ameisenart der Fall, aber es gibt mehrere Ameisenarten, wo die Königinnen so alt werden können. Das hat bestimmte Gründe. Das liegt daran, wenn man Ameisenstaat erfolgreich etabliert ist, dann kann dieser Staat meistens ins nächste Jahr gut überleben und jedes Jahr neue Jungköniginnen und Männchen produzieren. Was dazu führt, dass es eine starke Selektion, jetzt im evolutionsbiologischen Terminus zu verwenden, gibt darauf, dass die Königinnen immer länger leben. Je länger so ein Ameisenstaat lebt, desto mehr Nachkommen hat er. Das ist so ähnlich, wie wenn wir uns eine Buche oder eine Eiche betrachten, die ja auch mehrere hundert Jahre in dem Fall alt werden können. Wenn mal die Buche steht, dann kann die jedes Jahr ganz viele Bucheckern produzieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so aus einer Buche wird, ist sehr gering. Und hier ist es ähnlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Jungkönigin ausfliegt, sie erfolgreich ein Nest gründet, ist sehr gering. Wenn aber die Ameisenkolonie mal besteht, dann ist es so, dass eigentlich ganz wenig sie umbringen kann letztendlich. Und das führt dazu, dass man eine starke Selektion auf Langlebigkeit hat. Das heißt, diese ganz kleinen Königinnen hier können 30 Jahre alt werden, während ihre Arbeiterinnen nur wenige Wochen bis maximal 1-2 Jahre alt werden. Und das ist zum Beispiel ein Gebiet, mit dem sich die genetische Forschung in letzter Zeit beschäftigt, weil wir wissen, dass genetisch sich die Arbeiterin und die Königin nicht unterscheiden. Das heißt, allein die unterschiedliche Expression von Genen führt dazu, dass wir so eine Langlebigkeit geben. Jetzt würde uns natürlich interessieren, welche Gene machen denn, dass man so lang leben kann? Weil man besonders halt auch weiß, dass viele Gene über breite taxonomische Gruppen dieselben sind. Das heißt, wir haben sehr viele Gene, die auch die Ameisen haben. Und würde uns natürlich schon interessieren, was wird denn da jetzt angeschaltet, dass man 30 Jahre lang leben kann, im Vergleich zu den Arbeiterinnen, die eben oft nur wenige Wochen leben. Okay, jetzt haben wir uns mit den weiblichen Tieren beschäftigt. Wie sieht es denn mit den Männchen aus? Hier sehen Sie ein Ameisenmännchen. Sie sehen, das ist geflügelt. Wie alt werden die denn jetzt nach dem Schlupf?
Wenige Tage, wenige Wochen, ein Jahr oder 10 Jahre? Ist das da Ihr Gefühl? Genau, wenige Tage. Das heißt, Ameisenmännchen, also was Sie an Ameisen eigentlich in Ihrem Garten sehen, sind fast immer nur weibliche Tiere. Ameisenmännchen werden einmal im Jahr produziert für einen Hochzeitflug. Die fliegen aus, die paaren sich mit den Männchen und mit den Weibchen und sterben. Das heißt, das ist wirklich eine ganz kurze Lebensdauer. Und wir sagen immer, es sind im Prinzip fliegende Spermien. Also sie haben sehr gute Antennen, um die Weibchen zu riechen. Sie haben gute Flügel, um dahin zu kommen. Und ansonsten haben sie halt Spermien, um die zu übertragen. Und mehr machen die eigentlich auch nicht. Also Ameisenmännchen spielen im Leben der Kolonie praktisch keine Rolle. Okay, wie viel Arbeiter umfasst die größte Ameisenkolonie? 1 Million, 100 Millionen, 1 Milliarde oder 1000 Milliarden? Das sind Zahlen, die man sich eh nicht vorstellen kann. Aber wenn Sie es jetzt so mit Menschen vergleichen, ist es tatsächlich die größte Antwort hier. 1000 Milliarden ist die richtige Antwort. Und das heißt, es ist eine Kolonie der invasiven argentinischen Ameisen, die eingeschleppt wurde von Argentinien, wie der Name schon sagt, ins Mittelmeergebiet. Und man weiß, dass sich eine Kolonie so weit ausgebreitet hat, dass es Nester von dieser einen Kolonie gibt, von Nordspanien über Portugal, entlang der ganzen Mittelmeerküste bis nach Italien. Sie können eine Arbeiterin hier in Italien entnehmen und hier in Portugal wieder ins Nest setzen und die sagen Hallo und attackieren sie nicht, erkennen sie als ihre eigenen Artgenossen und Nestgenossen an. Und das sind ziemlich Zahlen, die natürlich deutlich über den Sozialsystemen liegt, die wir so kennen bei Menschen. Was entsteht aus einem unbefruchteten Ameisenei? Nun, bei Menschen unbefruchtete Eier, da wird wenig draus. Auch bei den Hühnern wird daraus wenig. Aber wie ist es bei Ameisen? Kann daraus eine Königin werden, eine Arbeiterin, ein Männchen oder ein Soldat? Die richtige Antwort ist hier ein Männchen. Und zwar haben Ameisen genauso auch wie Bienen und Wespen einen interessanten Geschlechtsbestimmungssystem. Und zwar ist es bei denen so, dass aus unbefruchteten Eiern eben männliche Tiere entstehen, die dann nur den halben Chromosomensatz haben und aus befruchteten Eiern eben Weibchen. Ja, das hat einige interessante Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, dass die Spermien eines Männchens alle identisch sind. Der kann ja keine zwei verschiedenen Typen machen, weil er praktisch ja nur alles, was er hat, weitergibt in einem Spermium. Das führt aber auch dazu, dass Arbeiterinnen, also Schwestern, miteinander näher verwandt sind als Mutter mit ihrer Tochter. Weil sie alle praktisch dasselbe Genom vom Vater bekommen, ist die Verwandtschaft tatsächlich nicht 0,5 wie bei uns unter Geschwistern, sondern 0,75, also 75%. Und diese nahe Verwandtschaft ist sicherlich auch ein Grund, warum so enge Sozialsysteme bei Ameisen entstehen konnten. Nun, wer oder was entscheidet denn, dass aus einem Ei nun eine Arbeiterin oder eine Königin wird? Ich hatte schon gesagt, die Lebenserwartung bei Königinnen ist deutlich länger als bei Arbeiterinnen. Aber wer sagt denn im Nest jetzt, also ihr Eier sozusagen, ihr sollt jetzt Arbeiterin werden und ihr dürft auf einen Hochzeitsflug gehen? Also wer entscheidet, was daraus wird? Ist es die Königin? Ist es, die dann sagt, okay, ich lege jetzt Eier, die sollen zu Königinneiern werden? Ist es die Nahrung? Die Gene oder letztendlich die Temperatur? Die Nahrung ist es, genau. Wie bei den Bienen, da kennen Sie es vielleicht, dieses Gelée Royale, diese besondere Nahrung, so werden weibliche Eier, also diploide Eier, die mit als Larven mit hochwertiger und besonders viel Nahrung gefüttert werden, werden zu Königinnen. Die Gene ist insofern falsch, als genetisch Arbeiterinnen und Königinnen, wie hier dargestellt, nicht unterschiedlich sind. Es ist aber so, dass andere Gene abgelesen werden. Also Sie müssen sich vorstellen, Königinnen und Arbeiterinnen haben praktisch dieselben Gene, als hätten sie dasselbe Buch, also stellen Sie sich vor, Sie haben beide wie die Bibel, beide als Grundlage, aber bei der Arbeiterin werden andere Teile des Buches abgelesen als bei der Königin. Das nennt man eine unterschiedliche Genexpression und letztendlich das, was abgelesen wird, ist das, was sich den Organismus dann auch beeinflusst. Also dasselbe Buch, aber unterschiedliche Kapitel werden gelesen und welche Kapitel gelesen wird, beeinflusst letztendlich, wie man als Larve ernährt wird. Gut, was tun Ameisen nicht? Ich hatte vorhin schon einiges erwähnt. Tun sie keinen Ackerbau betreiben, keine Viehzucht, keine Werkzeuge gebrauchen oder keine Sklaven halten? Ja, genau. Dafür gibt es tatsächlich bis jetzt noch keine Hinweise, dass Ameisen so schlau sind, Werkzeuge herzustellen und zu verwenden. Alles andere, Ackerbau,
Das ist, dass sie Pilze züchten, Blätter eintragen und dann Pilze züchten. Das machen sie überhaupt schon seit mehreren Millionen Jahren, deutlich länger, als wir Menschen das tun. Viehzucht ist in dem Fall, dass sie eben Blattläuse teilweise als Wanderhirten auf neue Blätter tragen und auch verteidigen gegenüber Räubern. Sklavenhalten ist das, worüber jetzt wir heute hauptsächlich sprechen werden, Sklavenhalterei bei Ameisen. So, nochmal ganz kurz den Lebenszyklus. Hier sehen Sie so ein Ameisenei. Daraus werden Larven. Die Larven sind bei Hautflüglern wie so kleine Würmchen, die versorgt werden müssen. Also das heißt, wenn da keiner sich kümmert, entwickeln die sich nicht. Daraus entstehen dann die Puppen. Und aus der Puppe kann eben unterschiedliche Sachen schlüpfen. Ich hatte schon erwähnt, dass je nachdem, wie die Tiere gefüttert werden. Und hier sieht man unterschiedliche Gene, die exprimiert werden, je nachdem, ob ein Tier zu einer Königin, Arbeiterin oder unterschiedlichen Arbeiterinnenkasten werden. Das heißt, wir konnten wirklich zeigen, dass welche Gene verantwortlich sind, ob man den Weg Richtung zur Königin geht oder den Richtung zur Arbeiterin geht. Gut, dann haben wir Arbeiterinnen, wir haben eben Männchen, hatte ich erwähnt, aus unbefruchteten Eiern und Königinnen. Königinnen und Männchen paaren sich meistens aus dem Hochzeitsflug, manchmal auch im Nest, wie bei dieser Ameise aus Arizona. Wichtig ist, die Männchen sterben und die Königinnen bewahren sich die Spermien der Männchen in der Spermientasche, in der Spermatheke auf und können immer, wenn sie ein Ei legen, ein Spermium dazugeben, damit sie eine Befruchtung erzielen. Das ist relativ effizient. Und was interessant ist, die Spermien leben genauso lange wie die Königinnen, können also 30 Jahre leben. Und die Königin wird sich nie wieder paaren. Das ist der eine Hochzeitsflug, wo sie macht, wo sie sich einmal, manchmal auch mehrfach paart. Aber das war's dann. Sex, also wirklich ganz kurz im Leben. Nachdem die Männchen gestorben sind und die Königinnen dann ihre Flügel abgeworfen haben, graben sie ein Loch und versuchen, ein Nest zu gründen. In den allermeisten Fällen macht das die Königin alleine. Sie versorgt die Larven häufig mit Reserven, die sie im eigenen Körper hat. Und wenn die ersten Arbeiterinnen schlüpfen, übernehmen die dann die Versorgung der Brut und die Königin ist letztendlich die Eierlegemaschine des Nestes. Viele Begriffe, die wir verwenden, um Ameisenstaaten zu beschreiben, ist aus menschlichen System entlehnt. Man muss aber da ein bisschen vorsichtig sein. Die Königin ist in der Tat niemand, der das Nest regiert. Man kann auch andersrum sagen, es ist vielleicht die Eierlegefunktion des Nestes. Und die Arbeiterinnen organisieren zum Beispiel auch Nestumzüge, da werden die Königin einfach geschnappt und mit umgezogen, da haben die gar keine Wahl. Man muss sich es also vielleicht eher wie das System in England vorstellen, als wie eine richtige Monarchie, wo die Königin wirklich was regiert. Gut, jetzt möchte ich überleiten von den Ameisen im Allgemeinen zu meinen sklavenhaltenden Ameisen. Und meine sklavenhaltenden Ameisen sind parasitische Ameisen. Das möchte ich kurz erstmal den Begriff Parasiten klären, den Sie sicherlich auch irgendwo kennen. Parasiten sind Organismen, die auf oder in einem anderen Organismus leben und diesem schaden. Mehr als die Hälfte aller Arten, die wir kennen, sind parasitisch und das können sehr, sehr unterschiedliche Arten sein. Ich habe hier so ein paar Fotos. Sie sehen zum Beispiel hier Würmer. Es gibt, wie bei Malaria, einzellige Parasiten. Es gibt parasitoide Wespen zum Beispiel, die hier eine Raupe besiedelt haben. Stechmücken gehören zu den Parasiten. Es gibt parasitische Pilze. Aber es gibt eben auch parasitische, zum Beispiel hier dieser Kuckuck ist ein Brutparasit. Also das heißt, die können aus sehr unterschiedlichen Teilen des Tier- und teilweise pflanzenreiches, pilzreiches stammen. Aber ihnen ist gemein, dass sie nicht ohne ihren Wirt überleben können, dass sie also obligat auf den angewiesen sind und den ausbeuten. Also ein Parasit ist immer nachteilig für den Wirt, auch wenn wir den so schön Wirt nennen, ist er in dem Fall das Opfer letztendlich. Ja? Also er macht das nicht gerne. Weil der Wirt eben ausgebeutet wird, entstehen Veränderungen. Das heißt, der Wirt verändert sich, um eben diese Ausbeutung zu entstehen. Und diese gegenseitige Anpassung beschreiben wir mit dem Begriff der Koevolution. Also das heißt, zwei Arten in dem Fall verändern sich genetisch durch Veränderungen in der anderen Art. Und man nennt das auch eine gegenseitige evolutionäre Einflussnahme. Und diese Einflussnahme oder diese Koevolution ist nichts, was irgendwann mal vor langer, langer Zeit passiert ist. Das ist was, was jederzeit immer passiert, also auch jetzt. Und wir sind in der Koevolution mit unseren Parasiten und wir haben reichlich davon, wenn Sie an viele Krankheitserreger denken.
Und alle Tiere, die von Parasiten befallen werden, kämpfen gegen diese. Das heißt, Evolution an sich ist kein abgeschlossener Prozess, sondern besonders Koevolution ist immer, immerwährend, immer da und teilweise auch echt wichtig, wenn wir daran denken, dass wir gegen unsere Parasiten als Mensch jetzt gerne ja, wirksame Mittel, wie zum Beispiel Antibiotika entwickeln wollen, wo dann der Parasit unter Selektion ist, sich gegen anzupassen. Das heißt, immun zu werden gegen diese Antibiotika. Letztendlich ist das auch ein koevolutives System, was wir uns da anschauen. Okay, besonders in ganz engen Assoziationen, also wenn der Parasit seinen Wirt unbedingt braucht und wenn der Wirt starke Kosten durch den Parasiten hat, haben wir es mit engen koevolutiven Prozessen zu tun. Und das kann zu einer Kospeziation führen, also der Wirt spaltet sich auf und dann spaltet sich auch der Parasit in zwei Arten auf. Aber es kann eben auch zu mikroevolutiven Veränderungen führen. Das heißt, der Parasit wird immer besser im Ausbeuten und der Wirt wird immer besser im sich gegen die Ausbeutung wehren. Und das ist das, was wir uns eigentlich heute hauptsächlich anschauen. Und man hat diesen Begriff auch mit einem koevolutionären Wettrüsten, und da sind wir beim Titel des Vortrags, bezeichnet. Das heißt, wenn der Parasit eine neue Methode entwickelt hat, den Wirt besser auszubeuten, dann überlegt der Wirt, wie er sich dagegen wehren kann oder entwickelt eine Gegenwaffe. Es gibt auch noch einen anderen Begriff, den ich auch sehr schön finde. Das ist der Begriff der roten Königin oder des rote Königinsprozess. Ich weiß nicht, ob Sie Alice im Wunderland kennen oder eigentlich ist der Begriff aus Through the Looking Glass. Hier rennt die Königin sehr, sehr schnell und Alice fragt sie, warum rennst du denn so schnell? Da sagt sie, in meiner Welt ist es so, wenn ich stehen bleibe, dann rennt die Welt an mir vorbei. Und das wird hier als Vergleich verwendet. In einer Parasit-Wirt-Interaktion, da gibt es keine stabile Umwelt, weil der Parasit immer unter Selektionsdruck ist, besser zu werden in der Ausbeutung. Und der Wirt deshalb immer unter Druck steht, sich besser zu verteidigen. Das heißt, wenn sich eine Art an eine stabile Umwelt anpasst, an die Temperatur oder die Luftfeuchte, dann mag vielleicht die Art es irgendwann mal schaffen, perfekt an diese Bedingung angepasst zu sein. Aber an einen Parasit oder auch einen Räuber kann ich mich nie perfekt anpassen, weil der sich ja immer weiter anpasst. Das heißt, der verändert sich und ich muss mich auch verändern. Wenn einer stehen bleibt, dann rennt die Welt an ihm vorbei. Und das ist diese Analogie aus Alice im Wunderland oder Through the Looking Glass. Okay, sklavenhaltende Ameisen sind sehr ähnlich, was wir beobachten bei Brutparasiten, wie zum Beispiel Kuckuck oder die Kuhsterlinge in den USA. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Kuckucke ihre Eier oder ihre Jungen nicht selber aufziehen, sondern in Eier von anderen, in Nestern von anderen Arten legen. Und sozusagen die Brutpflege outsourcen. Sehr praktisch, man muss sich die Mühe selber nicht machen. Sie wissen vielleicht selber, wie viel Arbeit es macht, Kinder großzuziehen. Und wenn man das natürlich jemand anders übernehmen lässt, dann ist das sehr praktisch. Und was ganz Ähnliches sehen wir eben bei den Sklavenhaltern, wobei sie es leicht anders machen. Sie gehen hin und holen sich aus anderen Sozialsystemen die Babys, kurz bevor die erwachsen werden, und verknechten die dann, dass die denen die ganze Arbeit machen. Nicht nur die Brutpflege, sondern auch den Nestbau, die Nahrungssuche, einfach alles, was so ist. Man holt sich einfach eine andere Art ins Nest und sagt, na, dann muss ich ja nicht arbeiten, das können ja dann die. Und das Phänomen ist bei Nichten nicht neu. Also Huber hat das 1806 das erste Mal beschrieben. Und Charles Darwin hat in seinem Buch On the Origin of Species, der Ursprung der Arten, das schon ganz fasziniert beobachtet. Er hat da geschrieben, die Herren oder die Sklavenhalter sind so hilflos, dass wenn man sie ohne Sklaven, aber mit Nahrung und ihren eigenen Larven, um sie zur Arbeit anzuregen, einsperrt, dann taten sie gar nichts. Sie konnten sich sie sogar nicht mal selber fütterten. Und viele von ihnen, obwohl ja Nahrung da war, verhungerten. Wenn man jedoch eine einzelne Sklavenameise dazu gibt, fing die sofort an zu arbeiten und fütterte und rettete die überlebenden Sklavenhalter. Also was ihn da faszinierte war, er war sich bewusst, dass sich Sklavenhalter aus normalen Ameisen entwickelt haben, aber nachdem sie es geschafft haben, eine andere Art erfolgreich auszubeuten, haben sie selber die Fähigkeit der Eigenversorgung praktisch verloren, weil eben andere das machen und haben sich ganz auf diese Ausbeutung der anderen Art spezialisiert. Wie ist sowas entstanden? Wir glauben, dass die meisten sklavenhaltenden Ameisen entstanden sind aus nicht sklavenhaltenden Ameisen und vermutlich haben sie zunächst ihre eigene Art oder eine nah verwandte Art ausgebeutet. Und man kann das tatsächlich heute noch innerhalb einer einzelnen Art beobachten. Und das ist hier bei den Honigtopfameisen, die in Amerika vorkommen, in Arizona oder auch in Mexiko. Die speichern Nektar in Arbeiterinnen, die sie an die Decke hängen.
Schmetterlingen als Honigspeicher, darum auch Honigtopfameisen, machen sehr große Nester in Wüstengebieten. Und manchmal treffen sich zwei Kolonien und dann gibt es so eine Art Turnier, wurde das beschrieben von Bert Hölldubler wunderbar, in den 70er Jahren. Das heißt, die Ameisen des Nestes rekrutieren immer mehr Ameisen auf eine Arena. Man sieht dann, dass die beiden Nester immer neue Arbeiterinnen rekrutieren. Es werden immer mehr. Und es gibt einzelne Ameisen, die anscheinend über diesen Kampfplatz oder diesen Turnierplatz laufen und anscheinend durchzählen, wie viel von der eigenen Kolonie da sind und wie viel von der fremden Kolonie. Und wenn sie feststellen, man ist ungefähr 50-50, dann gehen beide nach Hause und das war's. Wenn wir uns das vorstellen am Ersten Weltkrieg, das wäre wunderbar gewesen, wenn die festgestellt hätten, es ist ungefähr 50-50, beide gehen nach Hause, nichts passiert. Wenn jedoch das eine Nest deutlich in der Überzahl ist, dann raubt das eine Nest, also das größere Nest, das kleinere aus und sie stehlen nicht nur die Honigtöpfe und das sieht man jetzt hier, wie die Honigtöpfe aus dem Nest gezerrt werden, sondern eben auch die Puppen, aus denen neue Arbeiterinnen schlüpfen. Und nun ist es so, dass Arbeiterinnen kurz nach dem Schlüpf den Geruch des Nestes lernen. Und in dem Fall lernen sie dann den Geruch von einem anderen Nest, von dem Nachbarnest, denken aber, sie sind zu Hause und arbeiten und zeigen ihr normales Verhalten. Das heißt, sie arbeiten dann nicht für ihre Mutter, sondern eben für eine völlig unverwandte Kolonie, sind also innerhalb ihrer Art sozusagen verschleppt in ein Nachbarnest und arbeiten dann für eine falsche Kolonie. Man geht eben davon aus, dass auf die Weise erst innerartlich und dann letztendlich zwischenartlich Sklavenhalterei entstanden ist. Nun, wie häufig ist das Phänomen? Es ist eigentlich sehr häufig bei Ameisen. Man sieht Sozialparasitismus bei über 250 Arten und das gibt es in 5 Unterfamilien, also auch nicht nur in einer Gruppe, wo es entstanden ist. Und man geht davon aus, dass 35% der 154 einheimischen Ameisenarten sozialparasitisch sind. Teilweise sind sie es nur am Anfang ihres Lebens und teilweise sind es Zeitlebens. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also das heißt, das ist bei Weitem nicht fremd, also diese Ausbeutung von Sozialsystemen, sondern das ist was, was sehr, sehr häufig vorkommt. Man findet es bei Wespen auch noch und bei Bienen, insbesondere da bei der Kapphonigbiene, die, wo Arbeiterinnen sich sogar fortpflanzen können, fremde Nester besiedeln können und da die fremde Königin ersetzen können. Und auch in der Hummelgattung Sphyturus mit fast 30 Arten gibt es diesen Sozialparasitismus. Wenn wir uns auf dem Stammbaum das anschauen, dann finden wir meistens, dass die Sklavenhalter oder Sozialparasiten ihre Verwandten ausbeuten. Hier ist ein Stammbaum, den wir vor einiger Zeit gemacht hatten. Und in Rot dargestellt sind hier die Sklavenhalter oder Sozialparasiten. Und jetzt zum Beispiel für diese sklavenhaltende Art, das sind diese drei nah verwandten Arten, die Wirte. Also die Art, die ausgebeutet wird, dieser Sklavenhalter beutet diese Art aus und dieser hier auch die nah verwandten Arten. Das heißt, was wir hier haben, ist, dass man nicht irgendjemand versklavt, sondern was einem relativ ähnlich ist. Und das macht auch Sinn, weil Arbeiterinnen, die jetzt für eine andere Art arbeiten, würden natürlich die Larven so versorgen, wie sie ihre eigenen Jungen versorgen. Wenn sie jetzt aus einer ganz anderen Art kommen, dann hätten sie vielleicht Probleme, die Larvenversorgung richtig zu bewerkstelligen. Aber wenn man Verwandte ausbeutet, dann ist das einfacher. Außerdem ist es so, dass man natürlich in das Nest eindringen muss. Das heißt, man muss darauf achten, dass die einem nicht erkennen. Und wenn man eine nahverwandte Art ist, dann ist man sich chemisch ähnlicher an den Erkennungsmerkmalen und diese Ausbeutung, diese Infiltration von einem fremden Sozialsystem fällt einem sozusagen leichter. Okay, ich hatte erwähnt, es gibt nicht nur Sklavenhaltenden als Sozialparasiten, sondern es gibt auch andere Formen. Eines sind die sogenannten temporären Sozialparasiten. Die sind nur bei der Nestgründung parasitisch und später haben sie eigene Arbeiterinnen. Das heißt, eine Königin, wenn die ausfliegt, gründet nicht allein ihr Nest und zieht mühsam die eigenen Arbeiterinnen groß, sondern sie geht in ein anderes, in den Staat einer anderen Art herein, bringt die Königin um die Ecke und ersetzt sozusagen die Königin und die Arbeiterin helfen ihr dann, ihre eigenen Arbeiterinnen groß zu werden. Wenn das Nest dann älter wird, sterben nacheinander die Sklavenameisen aus, weil ja keine Königin mehr da ist, der sie ersetzt und die Arbeiterinnen der Parasiten ersetzen das langsam. Da sind die Arbeiterinnen dann noch in der Lage, das normale Verhalten zu zeigen.
Permanente Sozialparasiten sind das zeitlebens, das heißt, die können gar nicht mehr ohne. Da gibt es einmal welche, die wirklich gar keine Arbeiterin mehr machen, wo nur noch die Königin in fremde Nester eindringen und dann die Arbeiterin der fremden Art verwenden, um ihre Nachkommen großzuziehen. Und dann gibt es eben die Sklavenhalter, und die sind deshalb besonders, weil sie eben Raubzüge in die Umgebung unternehmen, um sich immer neue Sklaven aus anderen Nestern zu rekrutieren, zu stehlen. Und diese Sklavenhalter können deshalb einen sehr, sehr starken negativen Einfluss auf viele Wirtsnester der Umgebung haben, weil jedes Jahr neue Attacken gefahren werden, um wieder Brut zu holen. Und ich habe das kurz mal dargestellt. Sie sehen hier ein Nest von einem Sklavenhaltender, ein sklavenhaltendes Nest, in Rot dargestellt die Sklavenhalter und in Schwarz die Wirte. Die Sklavenhalterkönigin fliegt hier zum Hochzeitsflug aus, paart sich und muss dann ein Wirtsnest attackieren und die Brut übernehmen. Aus der Brut schlüpfen dann kurze Zeit später die ersten Arbeiterinnen. Sie akzeptieren die Königin und helfen ihr, weitere Brut großzuziehen. Bei der Nestübernahme wird meistens die Königin getötet und die erwachsenen Arbeiterinnen vertrieben. Im nächsten Jahr haben wir die ersten sklavenhaltenden Arbeiterinnen, und auch wenn sie Arbeiterinnen heißen, arbeiten sie eigentlich nicht im eigentlichen Sinne, sondern sie haben eigentlich nur eine Funktion, und das ist, in der Nachbarschaft weitere Wirtsnester auszumachen, sie anzugreifen, die Brut zu stehlen und auf die Weise einen nicht enden wollenden Nachschub an Arbeiterinnen zu erzeugen im Nest, und auf die Weise kann letztendlich der Lebenszyklus geschlossen werden. Ich habe noch ein paar Fotos, um das mal ganz schön zu unterlegen. Hier sehen Sie eine Sklavenhalterkönigin der einheimischen Art Haparoxenus sublevus. Die paart sich gerade mit dem Männchen. Dann muss diese Königin jetzt ein Wirtsnest ganz alleine übernehmen. Sie ist da zahlenmäßig deutlich in der Unterzahl, aber sie haben da wohl sehr wohl ihre Strategien. Eine Strategie ist, dass sie sehr gut kämpfen können. Sie haben Mandibeln, mit denen sie wie so Scheren praktisch die Beinchen der Wirte abschneiden können. Und außerdem haben sie chemische Waffen. Das ist in dem Fall ein Sekret aus der Duftdrüse. Und wenn dieses Sekret auf Arbeiterinnen aufgetragen werden, dann fangen die verteidigenden Arbeiterinnen an, sich gegenseitig zu attackieren, statt die Königin zu attackieren. Man nennt diese Substanz wird auch als Propagandasubstanz bezeichnet. Und das führt dazu, dass die Königin relativ problemlos das Nest übernehmen kann. Meistens sieht das gegen Ende so aus, dass man hier die Königin hat und dann so Reste von Arbeiterinnen. Also das heißt, sie hat eine chemische Waffe dabei, aber auch eben eine Körpergröße und mechanische Waffen, mit der sie das schafft. Eine andere chemische Strategie ist die hier gezeigt bei Polyergus, bei Waldameisenartenden, Sklavenhaltern, die auch bei uns vorkommen. Da ist es so, dass die Jungkönigin, nachdem die sich gepaart haben, ins Mutternest zurückkommen und warten darauf, dass das Mutternest jetzt einen Angriff auf ein Nachbarnest macht. Und während da diese Attacke läuft, gehen diese gepaarten Jungköniginnen nun entlang des Raubzugweges zu dem Nest, gehen ganz tief runter ins Nest und bringen die Wirtskönigin um die Ecke. Interessant ist, dass sie in der Zeit, wo sie dahin laufen, keinerlei chemisches Profil auf der Cuticula haben. Das heißt, die riechen praktisch nicht. Also für die Ameisen sind das wie Geisterameisen. Die nehmen ja hauptsächlich ihre Umwelt durch chemisch wahr. Das heißt, die sehen nicht besonders gut. Das heißt, hier trinkt eine Königin ein, die riecht nach gar nichts. Und das Interessante ist, dass sie dann das Profil der Königin übernimmt. Das heißt, sie geht zielstrebig ins Nestinnere, bringt die Königin um und reibt dann ihre Haut an der Königin, sodass sie dann riecht wie die Mutterkönigin des Nestes. Am Abend, wenn die verzweifelten Wirtsameisen endlich ihr Nest zumachen und über den Verlust trauern der ganzen Brut, haben sie praktisch eine ausgetauschte Königin in ihrem Nest sitzen und merken das gar nicht mal. Das ist eine Strategie, auch hier in dem Fall wieder eine chemische Strategie, wie man erfolgreich ein Nest übernehmen kann. Es gibt zahlreiche morphologische Anpassungen. Ich hatte schon erwähnt, die Mandibeln, die teilweise hier wie so Säbeln sein können. Das ist hier bei der Amazonenameise, bei der Polyergus. Damit werden Löcher in den Panzer von anderen Ameisen gepiekt. Also es sind wirklich wie Säbel. Es gibt auch welche, die haben so Schneidwerkzeuge. Das ist wunderbar, um Beinchen abzuknüpfen. Und dann gibt es eben diese chemische Waffe, wie diese Propagandasubstanz, die ich schon mal erwähnt habe. Und teilweise haben die auch einen extrem starken Giftstachel. Das heißt, wenn die Wirte sich wehren, dann werden die einfach einer nach dem anderen einfach abgestochen und sind tot.
Meistens werden die Nestgenossen rekrutiert, also ein Raubzug geht so ab, dass erst eine Scout-Ameise rausgeht, ein Wirtsnest entdeckt, dann zurückläuft, dabei eine Spur teilweise legt, dann andere Ameisen alarmiert, andere Sklavenhalter, teilweise sogar Sklaven, und dann geht die Raubzugkolonne los. Also diese Kolonne zieht gerade los, um eben einen Sklavenhalter, ein Wirtsnest zu attackieren. Bei anderen Arten gibt es eher so Tandemwork, das heißt, das ist eine Führerameise und das ist eine Geführte, die folgt. Hier wird nicht chemisch, sondern wirklich im Zweierpäckchen rekrutiert. Vorteil ist, dass die gefolgte Ameise auch den Weg kennt und andere dann rekrutieren kann, sodass immer mehr Sklavenhalter vor dem Wirtsnest zusammengezogen werden, bevor die große Attacke beginnt. Hier sehen Sie jetzt mal in der grafischen Darstellung, wie ein Nest durch die Amazonenameise übernommen wird. Sie sehen hier den Zug an roten Ameisen, die reinkommen. Das ist hier eine Formica-Art, Formica fusca, die versucht, ihre Brut zu retten. Und also solche Raubzüge können über 100 Meter lang gehen. Das sind dann so 40 Zentimeter Streifen. Und wenn man das beobachtet im Wald, dann sieht man wirklich morgens die ganzen Roten rausmarschieren und abends kommen sie alle wieder zurück mit Brut dabei, um ihr Nest sozusagen aufzupeppen. Hier nochmal einfach in richtigen Fotos, wo Sie hier sehen, wie dann diese Amazonenameise hier diese Brut trägt. Sie sehen hier so einen Streit zwischen Sklavenhalter und Wirt bei einem Raubzug. Interessant ist, dass in dem Moment, wo dann die Brut im Nest schlüpft, die Ameisen den Geruch des Sklavenhalters lernen als ihren eigenen und dann es normalerweise im Nest recht friedlich abgeht. Das heißt, dann hat man wirklich die friedliche Integration. Hier sehen Sie sehr süß einen Sklavenhalter, der mit seiner Sklavenameise aus dem Nest guckt. Man sieht keinerlei Aggression mehr. Die weiß einfach nicht, dass sie in dem Fall nicht für ihre Mama, sondern für jemand ganz anderes arbeitet. Okay, das war jetzt so ein bisschen die allgemeine Einführung. Jetzt wollte ich übergehen zu dem, was wir selber forschen in meiner Gruppe. Und ich wollte einfach das bringen oder mit dieser Ameise anfangen, Temnothorax pilagens. Das ist eine Art, die wir dieses Jahr neu beschreiben konnten, also eine neue Art sozusagen. Die Art ist nicht neu entstanden, aber bis jetzt hat sie eben noch keine entdeckt gehabt. Und das Interessante ist, die kommt jetzt nicht irgendwie aus dem tropischen Regenwald, sondern aus Michigan, also aus den USA, also aus dem Gebiet, das eigentlich sehr gut untersucht ist. Das heißt also, auch noch bei uns sind sicherlich einige Arten unerkannt. So viele Ameisenforscher weltweit gibt es dann leider doch nicht, die alles beschreiben können. Und was besonders spannend an der Ameise ist, also das sieht man hier, die Presse hat das ein bisschen aufgegriffen und sie als die Ninja-Ameise beschrieben. Das Spannende daran ist, dass deren Raubzüge sehr unterschiedlich abgehen können. Sie können entweder unheimlich friedlich sein, und das ist ganz spannend, weil normalerweise ist bei so einem Raubzug ist wirklich unheimlich viel Aggression da, wenn die Sklavenhalter, die kämpfen und die stechen und die Wirte, die wehren sich. Und bei denen ist es so, dass die manchmal ins Nest gehen und die Wirte anscheinend nicht mitbekommen, dass das die Sklavenhalter sind. Und dann nehmen die nicht nur die Brut mit, sondern auch die erwachsenen Arbeiterinnen. Also wie sie die genau umprogrammieren, das ist was wir gerade analysieren. Aber es ist wirklich so, dass ungefähr in der Hälfte der Falle es ganz friedlich vonstatten geht. Es gibt aber auch Raubzüge, wo wir beobachtet haben, dass es sehr wohl eskaliert. Und wenn es eskaliert, dann macht dieser Sklavenhalter tatsächlich alle Wirte oft tot. Also im Schnitt sind es 61% der erwachsenen Wirtsarbeiterinnen, die einfach totgestochen werden. Und es geht dann oft ganz, ganz schnell. Innerhalb von einer Viertelstunde guckt man wieder ins Nest, was war denn jetzt los, ist alles tot. Ja, dann hat er die alle totgestochen, dann kriegt er natürlich nur die Brut. Wir vermuten, dass der Vorteil des Sklavenhalters ist, wenn er es schafft, unentdeckt zu bleiben, dass er auch die erwachsenen Arbeiterinnen umprogrammieren und sozusagen rekrutieren kann, um ihm zu helfen und nicht nur die Brut. Das heißt, er kann potenziell doppelt so viele Sklaven gewinnen bei einem Raubzug, wenn er es schafft, dass er irgendwie den Wirten klar macht, dass sie mitkommen. Wie er das tut, wissen wir nicht. Wir haben vermutet, dass er vielleicht eine chemische Mimikrie macht, also nicht erkannt werden kann am chemischen Profil. Das haben wir analysiert. Wir haben also die kutikulären Kohlenwasserstoffe von dem Wirt, von dem Sklavenhalter und den Wirten analysiert, mittels einer gaschromatographischen Analyse und unsere Untersuchung. Und Sie sehen hier verschiedene Punkte und man sieht,
dass die sehr schön getrennt sind. Das ist die eine Wirtsart, das ist die andere Wirtsart und das ist die letzte, das ist die Sklavenhalterart. Und das heißt, also wir können mit unseren Methoden sehr wohl die chemischen Profile trennen von Sklavenhalter und Wirt. Und bis jetzt zeigen alle Untersuchungen, wenn wir das mit unserem Gaschromatograph können, dann können es die Ameisen 5-mal. Das heißt, meistens sind sie deutlich sensitiver als unsere Analysemethoden. Was bedeutet, also Mimikry ist es nicht. Also wir vermuten, dass sie eher ein chemisches Signal verwenden, um die Wirte sozusagen zu befrieden. Wie genau sie das tun, das wissen wir noch nicht. Das ist was, wo wir im Moment dran forschen. Gut, die meisten Analysen, die wir bis jetzt gemacht haben, sind an Protomagnatus americanus, auch einer nordamerikanischen Art. Das liegt daran, dass ich in Nordamerika angefangen habe, mit den Sklavenhaltern zu arbeiten und seitdem ich mich immer wieder in die USA zieht. Die kommen mehr so im Nordosten der USA, in New York bis nach Kanada hoch vor. Sind sehr kleine, also stellen sich jetzt mal nicht so waldameisenartige Sachen vor, sondern die Ameisen selber sind nur 4 Millimeter lang. Und die Nester sind auch sehr, sehr klein. Also in einer Ameisenkolonie von dieser Art leben meistens nur 4 Sklavenhalter und 30 Wirte. Und die leben in einer Eichel. Das heißt, wir können also in New York an den Waldboden gehen, Eicheln knacken und manchmal finden wir eben diese Ameisen. Das hat Vorteile, wir können innerhalb kürzester Zeit oft mehrere hundert Kolonien sammeln und die sind auch sehr einfach im Labor zu halten, was uns erlaubt, viele Versuche in sehr großer Stichprobe durchzuführen. Ist vielleicht nicht so spektakulär, aber durch diese Häufigkeit einfach ein sehr schönes Modellsystem. Hier sieht man so ein bisschen die Verbreitung, also das ist hier Pennsylvania, Kentucky, Illinois und die verschiedenen Kreise zeigen hier, wo die Arten vorkommen und welche Arten wo vorkommen. Es ist so, dass dieser Sklavenhalter 3 verschiedene Wirtsarten ausbeuten kann. Am häufigsten oder am liebsten mag er diese kleine schwarze Ameise hier, Temnothorax longispinosus, aber er kann auch mit den anderen zurechtkommen. Gut, als ich angefangen habe, bei denen zu arbeiten, war erstmal die Frage, Sklavenhalterei ist ein Phänomen, das man schon lange kennt, aber ist es denn wirklich so, dass es hier zu einer Koevolution kommt? Und es kommt nur dann zu einer gegenseitigen Anpassung, wenn der Sklavenhalter wirklich ein Problem für den Wirt ist. Das heißt, wenn die Wirte darunter leiden, dass Sklavenhalter vorkommen. Und in der Tat konnten wir zeigen, dass ein Drittel der Wirtsnester im Feld attackiert werden pro Jahr von Sklavenhaltern. Sie wissen, Wirtsnester können viele Jahre leben. Das heißt, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sklavenhalter irgendwann mal vor ihrer Tür stehen. Viele überleben den Raubzug nicht und wir können tatsächlich, indem wir Sklavenhalter im Gebiet ausbringen, die Dichte der Wirtskolonien mindestens um ein Drittel senken. Das heißt, Sklavenhalter sind in der Tat ein Problem und das sagt dann letztendlich auch, dass wir hoch genug Selektionsdrücke haben, dass wir mit Gegenanpassungen, also Verteidigungsmechanismen der Wirte rechnen müssen. Das heißt, dieses rote Queen, Red Queen Phänomen oder rote Königin Phänomen, das sollte hier eigentlich stattfinden. Gut, interessant ist, dass das Problem dabei ist so ein bisschen, wenn wir Koevolution mit Viren und Bakterien angucken, dann ist die Generationszeit sehr kurz. Das heißt, wir können warten, dass sich was tut. Bei unseren Sklavenhaltern hatte ich ja schon erwähnt, die können 20, 30 Jahre alt werden. Das heißt, Anpassungen zeigen sich erst über sehr lange Zeiträume, also länger als so ein DFG-Projekt normalerweise funktioniert. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Ausweg finden, um Unterschiede festzustellen oder Veränderungen. Und eine Möglichkeit ist, dass man unterschiedliche Gebiete analysiert. Und man geht davon aus, dass die Koevolution nicht in jedem Gebiet gleich ist, sondern in Gebieten, wo Sklavenhalter wirklich ein Problem für die Wirte sind, entwickeln die Gegenanpassungen. Aber da, wo Sklavenhalter selten sind, da finden wir das eben geringer. Und das, da, wo starke gegenseitige Anpassungen da sind, das nennt man koevolutionäre Hotspots, also sozusagen da ist es heiß, die Koevolution, oder Coldspots, da ist zum Beispiel fehlt der Parasit völlig oder er ist ganz selten, ja, dann hat man weniger Anpassungen. Und indem wir solche Gebiete vergleichen, können wir verstehen lernen, was passiert denn, wenn Sklavenhalter wirklich ein Problem sind, welche Anpassung zeigen dann Wirte und wir vergleichen dann Gebiete, wo Sklavenhalter sehr häufig sind, mit Gebieten, wo die sind, sehr selten sind. Um solche Unterschiede zeigen zu können, muss es erstmal so sein, dass die verschiedenen Gebiete genetisch nicht identisch sind. Wenn wir es mit einer riesigen Population zu tun haben, dann sollten, das heißt, wenn ganz viel Austausch zwischen verschiedenen Gebieten passiert, dann sollte es eigentlich nicht so sein, dass die Population in New York was anderes macht als die in West Virginia. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, sind genetische Analysen, um festzustellen, sind denn die Ameisen in New York anders als die in West Virginia und die in Michigan?
Und das ist das, was wir zeigen konnten, ist in der Tat so, die sind genetisch unähnlich, das heißt, es gibt Unterschiede und damit kann aber auch eine Anpassung in New York passieren, die aber nicht in West Virginia passiert. Also das war ein wichtiger Punkt, den wir als erstes klären müssen. Und was wir dann halt angeschaut haben, ist, dass wir nach verschiedenen Verteidigungsmerkmalen geschaut haben. Und dabei ist es wichtig, dass unterschiedliche Merkmale auch oder dass Merkmale sich gegenseitig beeinflussen können. Also ich habe jetzt mal hier ein Beispiel von den Kuckuck-System. Sie sehen hier einen Kuckuck und einen Teichrohrsänger. Und man hat vermutet, dass wenn Teichrohrsänger sehr gut die Eier vom Kuckuck erkennen und aus dem Nest schmeißen, dann wird der Teichrohrsänger nie andere Verteidigungsmechanismen entwickeln, weil er verhindert letztendlich effektiv, dass er jemals ausgebeutet wird. Wenn aber der Teichrohrsänger es nicht schafft, die Eier zu unterscheiden, und das ist so, dass der Kuckuck seine Eier immer besser anpasst, sodass die Unterscheidung immer schwieriger wird, dann könnte es sein, und das hat man hier bei dem australischen Kuckuck sein können, dass sie dann auch anfangen zu schauen, ob sie die Jungen unterscheiden. Das heißt, wenn sie schon die Eier irgendwie nicht unterscheiden können, dann gucken sie bei den Jungvögeln, während unser einheimischer Kuckuck, das sind die Wirtsvögel so, dass sie wirklich jeden Kuckuck erkennen, dass sie keine Abwehrmechanismen gegen erwachsene Jungvögel vom Kuckuck haben. Und dann kommt es eben zu diesem grotesken Bild, was Sie hier sehen, ist ein Teichrohrsänger älter, der ein kleines Kuckuck-Kind füttert. Sie sehen, der Kuckuck ist dreimal so groß wie der Teichrohrsänger. Und Sie fragen sich, ich meine, tut mir leid, der Teichrohrsänger hat doch Augen. Sieht er denn nicht, dass das kein Teichrohrsänger ist, sondern ein Kuckuck? Nein, er sieht es nicht, weil seine Verteidigung auf dem Einiveau funktioniert. Da gucken die genau. Aber in dem Moment, wo dann das Junge geschlüpft ist, da scheinen sie noch keine Gegenanpassungen zu haben. Aber solche Gegenanpassungen gegen fremdaussehende Jungen von Kuckucks hat man eben gefunden bei australischen Kuckucksvögeln. Das heißt, wir müssen wirklich verschiedene Verteidigungsmechanismen uns anschauen und auch schauen, wie die gegenseitig miteinander interagieren. Und wir haben auch verschiedene Anpassungen oder Gegenanpassungen finden können und ich wollte mal einige hier beleuchten. Also einmal sind es chemische Anpassungen. Ich habe schon gesagt, der Sklavenhalter verwendet häufig chemische Kampfstoffe, um sich hier besser durchzusetzen. Scheint der Mikro Probleme zu machen. Okay, besser jetzt? Probieren wir es mal so. Okay, hier sehen Sie das chemische Profil von einem Sklavenhalter, Protomagnatus americanus, und das von seinen beiden Wirtsarten. Sie sehen, es gibt Ähnlichkeiten, hier diese eine Substanz in der Mitte haben alle, aber es gibt auch Unähnlichkeiten. Der Sklavenhalter hat zum Beispiel diese Substanz sehr häufig, was bei den Wirten viel seltener auftritt. Wir haben jetzt vermutet, dass wenn in einem Gebiet Sklavenhalter vorkommen, ist was falsch? Kabel, okay, das wollte ich deshalb was machen. So, okay. Wie muss man so? Okay, also wenn die Wirte versuchen, den Sklavenhalter chemisch zu erkennen, dann ist es für eine Wirtspopulation sinnvoll, dass jede Kolonie ein anderes chemisches Profil hat. Weil dann ist es für einen Sklavenhalter unheimlich schwierig, sich an alle gleichzeitig anzupassen. Das heißt, wenn alle ganz unterschiedlich aussehen, wenn Sie sich jetzt mal Menschen vorstellen, dann ist es natürlich schwierig, sich zu tarnen, weil wem soll man denn dann ähnlich werden, dem einen oder dem anderen? Und unsere Frage war deshalb, ist es in der Tat so, dass in Gebieten, wo Sklavenhalter vorkommen, die Kolonien viel unterschiedlicher riechen als in Gebieten, wo Sklavenhalter nicht vorkommen. Und das haben wir analysiert. Hier haben wir drei Populationen verglichen, wo der Sklavenhalter nicht vorkam. Das sind diese hier in Quebec, Maine und New Hampshire im Vergleich zu denen in Vermont, New York und Massachusetts. Und in der Tat finden wir das, dass wir eine höhere chemische Unterschiedlichkeit der Kolonien finden in Gebieten, wo Sklavenhalter vorkommen, als in Gebieten, wo dieser Selektionsdruck sozusagen nicht vorherrscht. Eine andere Sache ist halt, dass Sie den Feind schnell erkennen sollen. Sie sollten versuchen, schnell zu fliehen. Okay, Sklavenhalter vor der Tür, schnappt euch die Brut und rennt sozusagen. Sie können versuchen, eine flexible Arbeitsteilung zu haben, sodass die Arbeiterinnen in der Lage sind, schnell umzuschalten von normalen Tätigkeiten zu einer Abwehr. Sie können versuchen, resistent zu werden gegen diese chemische Manipulation der Dufodrüse, dass sie einfach sich nicht verleiten lassen, ihre Nestgenossen anzugreifen, sondern das einfach ignorieren. Und, das ist eben das Letzte, sie könnten auch versuchen, als wenn sie schon versklavt sind, gegen ihre Unterdrücker zu rebellieren, also Sklavenrebellion.
Und in der Tat haben wir sehr viele dieser Anpassungsmechanismen bei den Wirten zeigen können. Zunächst wollte ich mal eingehen auf Aggression. Die Sklavenhalter-Überfälle sind meistens sehr aggressiv und die Wirte wehren sich, indem sie eben kämpfen. Und wir haben deshalb die Vermutung gehabt, dass in Gebieten, wo Sklavenhalter häufig sind, die Wirte sehr aggressiv sein sollten. Und das haben wir getestet und haben tatsächlich festgestellt, je häufiger die Sklavenhalter sind, das ist hier die Sklavenhalterhäufigkeit, desto stärker ist die Aggression in den Wirtskolonien. Interessanterweise, die Aggression gegenüber dem Sklavenhalter ist immer maximal. Wir vermuten, dass die Aggression gegenüber den Sklavenhalter deshalb maximal ist, dass wenn der Sklavenhalter nicht auftritt, man keine Kosten hat bei der hohen Aggression. Die Aggression gegenüber Nestgenossen mag aber, wenn keine Sklavenhalter da sind, vielleicht besser zu sein, nicht zu hyperaggressiv zu sein. Also Aggression hat immer Vor- und Nachteile. Ja? Und hier scheint es so zu sein, wenn Sklavenhalter da sind, dann macht es Sinn, aggressiv zu sein. Wenn aber keine da sind, kommt man mit einer geringeren Aggression besser zurecht. Und in der Tat konnten wir in Experimenten belegen, dass aggressivere Kolonien und jetzt hier aggressiv gegenüber Artgenossen aus anderen Nestern, dass die tatsächlich besser mit dem Sklavenhalter zurechtkommen. In der Feldmanipulation hier in New York konnten wir zeigen, dass aggressivere Kolonien mehr Brut retten können, wenn sie durch Sklavenhalterköniginnen attackiert werden. Und auch bei Raubzügen war es so, dass solche Wirtskolonien, die aggressiver waren, mehr Brut retten können. Interessanterweise aber nur... Okay, ich hoffe, Sie hören mich weiterhin. Okay, interessanterweise war das nur der Fall, wenn die Wirte vorher einen Sklavenhalter-Scout gesehen haben. Das heißt, sie brauchten diese Vorwarnung und konnten sich dann vorbereiten auf die Attacke eines Sklavenhalternestes. Und da war es wirklich so, dass aggressivere Kolonien besser mit dem Raubzug zurechtkamen und mehr Brut retten konnten gegenüber dem Sklavenhalter. Gut, eine andere Sache ist, dass sie teilweise nicht nur individuelle Aggressionen zeigen, sondern kollektive Verteidigungsmechanismen. Und auch da haben wir geschaut, ob mit dem Parasitierungsdruck Wirte besondere Anpassungen zeigen. Und wir konnten interessanterweise zeigen, dass je höher die Parasitierungsrate ist, desto weniger dieser kollektiven Angriffe auf den Sklavenhalter finden wir. Sie sehen, Sklavenhalter sind hier etwas größer als die Wirte und es braucht immer mehrere Wirte, um einen Sklavenhalter festzupinnen. Und dazu braucht es eine gewisse Koordination, das heißt, die Wirte müssen sich irgendwie absprechen, so jetzt Angriff, du nimmst das eine Bein, du das andere Bein und ich das dritte. Und wir finden, dass je häufiger Sklavenhalter sind in einem Gebiet, desto seltener machen sie diese kollektive Verteidigung. Das ist erstmal so ein bisschen gegen die Intuition, man würde denken, also sollten das doch mehr machen. Wir haben aber festgestellt, dass Sklavenhalterkolonien größer sind in Gebieten, wo Sklavenhalter sehr häufig sind. Und wenn relativ viele Sklavenhalter ein Nest angreifen, dann macht diese kollektive Verteidigung keinen Sinn, weil einfach nicht genug Verteidiger da sind, um eben alle Sklavenhalter festzuhalten. Das heißt also, nur bei kleinen Kolonien macht diese Verteidigung Sinn. Und stattdessen haben wir zeigen können, je höher die Parasitierungsrate ist, desto höher ist die Fluchtwahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie einen Sklavenhalter sehen, grafen Sie Ihr Zeug und rennen, statt dass Sie versuchen, das Netz zu verteidigen. Und das scheint also in dem Fall, finden wir also mit einer Zunahme des Parasitierungsdrucks eine Verschiebung von Kampf zu Fluchtverhalten. Das nächste, was wir uns angeschaut haben, ist Arbeitsteilung. Sie wissen, dass soziale Insektenstaaten arbeitsteilig organisiert sind. Das heißt, wie bei Menschen gibt es welche, die sind verantwortlich für die Brutpflege, andere für die Nahrungssuche, andere für den Nestbau, für die Verteidigung. Das ist ein Grundsystem, das wir bei allen sozialen Insekten finden. Die Frage war jetzt uns, wenn ein Tier sehr stark spezialisiert ist auf eine Tätigkeit und so eine Sklavenattacke steht plötzlich davor, hat die nicht dann ein Problem umzuschalten? Ist es dann nicht besser, mit Generalisten zu arbeiten, also Tieren, die praktisch viele Tätigkeiten gut durchführen können, vielleicht ein bisschen schlechter als die Spezialisten, aber sie sind flexibler. Und das haben wir analysiert. Also wir konnten als erstes zeigen, dass in der Tat Nester unter Standardbedingungen, also kontrollierten Bedingungen ohne Attacke, dass es da so ist, je arbeitsteiliger sie organisiert waren, desto produktiver waren sie.
Aber jetzt haben wir eben die Frage gestellt, was passiert, wenn jetzt so ein Sklavenraubzug so ein Nest attackiert oder stattfindet. Da müssen sich die Tiere plötzlich umstellen, sie müssen fliehen, sie müssen verteidigen, statt ihrer normalen Tätigkeit nachzugehen. Und wir haben ein System, das wir manipulieren können. Das heißt, wir haben über 3000 Arbeiterinnen getestet aus ganz vielen, also 102 Nester waren es. Und jedes Tier wurde in zwei verschiedenen Assays getestet, einmal gegenüber dem Gegner, um das Aggressionspotenzial zu messen, und einmal gegenüber ein Stück Brut, um dessen Blutpflegetätigkeit zu messen. Und dann haben wir die Kolonien manipuliert, indem wir einen Teil der Arbeiterinnen entnommen haben, um eben Generalistenkolonien zu schaffen und Spezialisten. Spezialisten waren Tiere, die sehr hohe Brutpflegeaktivität, aber geringe Aggression gezeigt haben oder hohe Aggression, aber keine Brutpflege. Das heißt, auf eine Tätigkeit spezialisiert waren. Generalisten haben entweder beides gezeigt oder sie haben auf beide Stimuli gar nicht reagiert. Also praktisch, wir haben die dann, die Alleskönner, also die, die alles auf alles reagiert haben, oder Inaktive genannt, und die Spezialisten waren Wächter und Pfleger. Und wir haben erstmal beobachtet die Nester und haben feststellen können, dass in der Tat die in diesen Einzeltest getesteten Tiere im Nestkontext das zeigen, was wir von ihnen erwartet haben. Also zum Beispiel hohe Aggression haben wir beobachtet dann bei den Alleskönnern und bei den Wächtern, während die Pfleger und die Inaktiven auch im Nestzusammenhang wenig Aggression gezeigt haben. Und dann haben wir diese Nester attackieren lassen von Sklavenhaltern und haben gefragt, wer kommt dann jetzt besser zurecht, die Generalisten oder die Spezialisten? Also ist Arbeitsteilung für die Raubzugverteidigung wichtig? Kommen Generalisten mit einem Raubzug besser zurecht? Und da habe ich Ihnen jetzt ein Video mitgebracht. Das sind drei Versuche, die gleichzeitig abgehen. Darum links finden Sie hier das Wirtsnest jeweils. Drei verschiedene Wirtsnester, die Arenen sind getrennt, also die Ameisen können da nicht zwischenher nennen. Und außerhalb ihres Sichtbereites findet sich jeweils ein Sklavenhalternest. Und wir haben dann eben beobachtet, was passiert bei diesen unterschiedlichen Wirtsnestern, wie kommen die mit dem Raubzug zurecht, haben einerseits beobachtet, was passiert während des Raubzuges, aber auch ausgewertet, wer rettet die meiste Brut, wer hat die meisten Toten etc. Und starte ich mal das Video. Eine Raubzugskolonne sehen Sie in dem mittleren Nest, die kommt jetzt hier gleich an und greift dieses Nest an, das im Moment noch völlig im Frieden vor sich hin lebt. Das ändert sich, sobald ich jetzt hier hoffentlich klick. Sehen Sie die Raubzugskolonne, wie sie jetzt hier ankommt? Das ist ein relativ großes Sklavenhalternest, also für die, mit denen. Sie entdecken gleich das Nest, gehen dann rein. Sie sehen hier schon Kämpfe in dem anderen Nest, hier vor dem Nesteingang. Und die Raubzüge sind auch immer ein bisschen unterschiedlich. In dem Fall ist es ein sehr schneller Raubzug. Schauen Sie mal auf die Zeit. Es ist 13.29 Uhr am Nachmittag, letztes Jahr, 6. August. Sie sehen Kämpfe, Sie sehen auch teilweise dann Arbeiterinnen, wie die sich dann Brut schnappen. Das ist überhaupt die Königin hier, die dann aus dem Nest rennen. Sie sehen Kämpfe, die stattfinden. Und innerhalb von 5 Minuten wird dieses Nest jetzt ausgeraubt sein, beziehungsweise einerseits fliehen die Wirte mit Brut und andererseits klauen die Sklavenhalter letztendlich hier die Brut von den Wirtsnest. Und Sie sehen, dass unheimlich viele Kämpfe da stattfinden. Tiere werden rumgetragen. Sie sehen hier Arbeiterinnen, die mit Brut entkommen und versuchen, die irgendwo hinzuschaffen, dass der Sklavenhalter sie nicht gibt. Es ist 6 Minuten später. Sie sehen, das Nest ist fast leer geräumt. Das heißt, Sie sehen, es gibt immer noch Kämpfe hier. Und letztendlich haben Sie hier mal so gesehen, wie so ein Raubzug stattfinden kann. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, mal gucken, ob das funktioniert, kommen denn Kolonien mit generalistischen Arbeiterinnen tatsächlich besser zurecht bei so einem Raubzug? Und das war tatsächlich der Fall. Wir konnten zeigen, dass sie mehr Brut retten, allerdings genauso viel Tote letztendlich haben, also wenn nicht mehr und nicht weniger getötet. Aber sie können sowohl mehr Geschlechtstierbrut als auch Arbeiterinnenbrut retten. Das heißt, sie haben sozusagen einen besseren Start im nächsten Jahr, weil sie einfach größer sind als die, die jetzt mit Spezialisten besetzt waren. In der Tat konnten außerdem diese generalistischen Kolonien mehr Sklavenhalter während des Raubzugs töten. Das heißt, sie scheinen tatsächlich effektiver zu sein. Wenn das so ist, dann würden wir natürlich erwarten, dass in Gebieten, wo Sklavenhalter vorkommen, wir einen geringeren Spezialisierungsgrad haben oder eine geringere Arbeitsteilung. Und das ist das Nächste, was wir uns angeschaut haben. Also Kolonien variieren in wie stark arbeitsteilig sie organisiert sind, also wie spezialistisch die Arbeiterinnen sind, ob sie immer nur eine Tätigkeit machen oder verschiedene Tätigkeiten ausführen. Und wir haben 6 Populationen verglichen
und konnten zeigen, dass in Populationen, wo Sklavenhalter vorkommen, das sind die hier mit dem roten Dreieck hier, Vermont, New York und Massachusetts, dass wir in der Tat eine geringere Arbeitsteilung haben oder mehr generalistische Tiere, also weniger hohe Spezialisierungsgrad. Das heißt, hier scheinen Sklavenhalter tatsächlich auch die Grundordnung der Nester zu beeinflussen, indem sie den Grad der Arbeitsteilung letztendlich in dem Fall jetzt negativ beeinflussen. Ich hatte erwähnt, dass die Sklavenhalter dieses Dufortdrüsensekret verwenden und tatsächlich hat das zwei verschiedene Zwecke während dem Raubzug. Also einmal ist es als Propagandasubstanz beschrieben und zwar können sie das auf andere Arbeiterinnen schmieren, die sich dann gegenseitig attackieren und das gibt dem Sklavenhalter die Möglichkeit, in Ruhe das Nest auszuräumen, weil die sich ja gegenseitig in Schlamützel sozusagen bekämpfen und ihn nicht angreifen. Das zweite ist, er kann dieses Sekret einfach im Nest verteilen und das löst anscheinend Konfusion unter den Arbeiterinnen aus. Und wir haben uns jetzt über verschiedene Populationen hinweg angeschaut, ob die Reaktion der Wirte auf dieses chemische Kampfsekret sozusagen erklären kann, wie häufig Sklavenhalter im Gebiet vorkommen. Und wir konnten tatsächlich zeigen, dass Tiere, die eben anfangen, ihre Nestgenossen zu attackieren, weniger stark den Sklavenhalter attackieren. Das heißt, es hilft. Wenn ich die Nestarbeiterin damit beschmiere, werde ich als Sklavenhalter seltener angegriffen, weil die sich untereinander angreifen. Wir konnten außerdem zeigen, dass je mehr Wirtskolonien auf die Manipulation des Sklavenhalters reagieren und ihre eigenen Nestgenossen angreifen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein angreifender Sklavenhalter aus dem Wirtsnest entkommt. Das heißt, diese Manipulation funktioniert und desto häufiger sind die Sklavenhalter in den Lebensgemeinschaften. Das heißt, Sklavenhalter können anscheinend nur oder besonders dann häufig werden, wenn sie es schaffen, das Wirtsverhalten in ihrem Interesse zu beeinflussen. Das ist die Frage, warum reagieren denn die Wirte überhaupt auf dieses chemische Signal? Wir denken, dass hier der Sklavenhalter ein innerartliches Signal ausbeutet, vermutlich ein Fertilitätssignal, ein Signal, das sagt, ich bin fruchtbar, weil fruchtbare Arbeiterinnen werden im Nest nicht attackiert. Wenn also der Sklavenhalter reingeht und alle Arbeiterinnen markiert, ihr seid fruchtbar, dann fangen die an, sich gegenseitig zu kontrollieren, sagen, ja, warum fangst du denn jetzt an, Eier zu legen und bekämpfen sich. Das heißt also, der Sklavenhalter spielt sozusagen beutet die innerartliche Kommunikation aus und verwendet sie, also so eine Art Spionage, weiß ich nicht, verwendet sie in seinem Interesse. Also die Fähigkeit des Sklavenhalters, das Wirtsverhalten zu manipulieren, erklärt also anscheinend seinen ökologischen Erfolg. Und jetzt ganz zum Schluss noch Sklavenrebellion. Man fragt sich natürlich, warum arbeiten, genauso wie wie man sich fragt, warum Teichrohrsänger denn jetzt für diesen Kuckuck arbeiten, fragt man natürlich, merken dann die Sklaven das nicht irgendwann? Sollten die nicht irgendwie sich dagegen wehren, dass sie hier für die falsche Art arbeiten? Das Problem dabei ist, dass der Sklave eigentlich wenig Möglichkeiten hat, seine Fitness zu retten. Meistens weiß er gar nicht, wo sein Mutternest ist. Er wurde ja als Puppe geraubt, also hat keine Erinnerung an das Mutternest. Zweitens riecht er jetzt wie der Sklavenhalter. Das heißt, wenn er zurückgehen würde, würde er vermutlich attackiert werden. Das heißt, so die Handlungsoptionen eines Sklaven sind nicht besonders groß. Deshalb wurde lange Zeit angenommen, dass Sklavenrebellion gar nicht entstehen kann. Wir haben aber vor einiger Zeit dann doch festgestellt, dass es in diesem System tatsächlich vorkommt. Und zwar, dass es auch einen evolutiven Vorteil bringen kann, auch wenn der Ras relativ indirekt ist. Sie sehen hier ein Sklavenhalternest, hier ist es ein Sklave, der kommt jetzt aus diesem benachbarten Nest, nehmen wir mal an. Wenn der es jetzt schafft, zu verhindern, dass dieses Sklavenhalternest besonders viele Raubzüge macht, dann kann das sozusagen sein Mutternest helfen, indirekt, indem er den Sklavenhalter sabotiert. Und diese Sabotage ist theoretisch möglich, wenn eben diese Nachbarnester nah miteinander verwandt sind und wir konnten in der Tat zeigen, dass benachbarte Nester eine höhere Verwandtschaft aufweisen als Nester, die außerhalb des Raubzugsgebietes ist. Das heißt, wenn der Sklave irgendwie verhindert, dass der Sklavenhalter häufig auf Raubzügen geht, dann kann er seiner Mutter und seinen Geschwistern da draußen irgendwo, er muss gar nicht wissen wo, solange sie nur in der Nähe sind, helfen, weil er eben damit verhindert, dass es mehr Raubzüge stattfinden. Und in der Tat konnten wir zeigen, dass Sklaven unter bestimmten Umständen die Puppen
der Larvenhalter angreifen. Das ist ganz interessant. Die Larven können sie anscheinend nicht erkennen. Die ziehen sie ganz gut groß. Und in dem Moment, wo die Larve sich verpuppt, hat die anscheinend ein chemisches Profil, was die Larven erkennen können. Und wir finden dann eine relativ hohe Tötungsrate. Das heißt, die attackieren die dann und töten die. Und das hat, und das konnten wir in mehreren Populationen zeigen. Hier sieht man die Überlebensrate der Brut. Und Sie sehen, in Parasitennestern ist die Überlebensrate immer viel geringer als in den freilebenden Wirtsnestern. Das heißt, freilebende Arbeiterinnen, die in ihrem Mutternest leben, die töten keine Puppen von ihrer, also keine Schwestern sozusagen. Aber die, die im Sklavenhalternest leben, die machen das recht häufig. Und zwar haben wir das in verschiedenen Populationen zeigen können. Und wir konnten jetzt tatsächlich auch mit theoretischen Modellierungen zeigen, zusammen mit Dirk Metzer, einem Kollege aus München, dass unter bestimmten Umständen sich dieses Rebellion-Allel tatsächlich durchsetzen kann in einer Population. Und die Bedingungen sind letztendlich, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit geben muss, dass ein Sklave ein verwandtes Wirtsnest in der Umgebung hat und dass die Tötung von Sklavenhalterbrut die Raubzugswahrscheinlichkeit senkt. Und das wissen wir, dass Nester, die größer werden, also größere Sklavenhalternester, führen mehr Raubzüge durch als kleinere Sklavenhalternester. Und unter den Bedingungen kann eben so ein Verhalten wie Sklavenrebellion, also das Morden der Sklavenhalterbrut, letztendlich sich durchsetzen. Und das ist das, was wir eben in verschiedenen Gebieten auch bedeuten. Das heißt, wir haben einerseits hier dieses faszinierende Verhalten der Sklavenhalter. Wir können aber eben auch zeigen, dass die Wirte keine reinen Opfer sind, sondern eben auch in der Evolution Verteidigungsmechanismen entwickelt haben. Also kurz zusammenzufassen, Sklavenhaltung bei Ameisen ist vergleichbar mit den Brutparasiten der Vögel. Sozialparasitismus bei Ameisen ist weit verbreitet und auch mehrfach aus verwandten Arten entstanden. Also meistens wird die Schwesterarten als erstes ausgebeutet. Sklavenhalter rauben die Brut von Wirtsnestern, um Arbeiterinnen zur Aufzucht ihrer Brut zu versklaven. Das heißt, sie müssen die Arbeit nicht mehr selber machen. Dabei zeigen Sklavenhalter spezielle Verhaltensweisen, aber auch morphologische sowie chemische Anpassungen an ihre besondere Lebensweise. Sie sind also teilweise haben sie zum Beispiel die Fähigkeit verloren, sich selber zu versorgen, haben dafür eben ein ganzes chemisches Waffenarsenal, in dem sie es schaffen, diese Ausbeutung durchzusetzen. Damit üben die Sklavenhalter auf ihre Wirte einen starken Selektionsdruck aus, sich dagegen zu wehren. Und wir können in der Tat Abwehrmechanismen zeigen, sowohl welche, dass sie chemisch versuchen, zum Beispiel sich zu diversifizieren, um den Sklavenhalter schwieriger zu machen, sich chemisch anzupassen. Wir können zeigen, dass sie eine Parasitenerkennung haben, dass sie eine Flucht haben, dass sie kollektive Verteidigungsmechanismen zeigen, nicht zuletzt eben auch Rebellion. Und dabei zeigt sich, dass die Ausprägung dieser Verteidigungsmerkmale mit der Häufigkeit der Sklavenhalter kovariiert. In Gebieten, wo Sklavenhalter sehr häufig sind, sind die Wirte besonders gut in der Lage, sich zu verteidigen. Das müssen sie halt eben auch, weil der Druck durch die Sklavenhalter besonders stark ist. Und schließlich kann es auch zur Sklavenrebellion kommen. Also der Tötung der Sklavenhalterbrut durch Sklaven stellt eine zweite Verteidigungslinie dar. Also wenn man schon geraubt wurde aus dem Sklavenhalter, aus dem Wirtsnest und ins Sklavenhalternest verbracht wurde, können die Sklaven doch noch merken, dass hier irgendwas faul ist und können sich auf eine sehr hinterrückse Art sich wehren, indem sie eben die Sklavenhalterbrut um die Ecke bringen und letztendlich verhindern, dass noch mehr Raubzüge stattfinden und verwandte Nester wieder attackiert werden. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und die ganze Arbeit ist natürlich nicht nur meine, sondern auch die von vielen Mitarbeitern, und durch die DFG wurde auch viele von diesen Projekten möglich.